dazu kurz Info-Video für das tägliche Bestreben. Tötet 10 Bestien. Ich fand, aus der Beschreibung konnte man nicht recht gut rauslesen, was denn überhaupt Bestien sind, beziehungsweise ja, wo man am besten sucht. Und deswegen bin ich einfach mal rumgewuselt, habe so 2 Spots für euch rausgesucht, wo man ganz gut Bestien farmen kann. Und dazu ist der erste Spot in Strossmakai beim Wegschrein von Heilighafen, die unten, ganz im Süden gelegen. Und zwar habt ihr hier im Umkreis vom Wegschrein eigentlich ganz viele Wölfe. Wie man sieht, hier überall wuseln sie rum. Ich nehme ganz gern den Spot denn hier. Wenn man hier einmal mal geradeaus durchreitet Richtung Küste, da sieht man schon auf der rechten Seite 1, 2 sitzen. Ich habe jetzt ein bisschen die Lebensanzeigen bzw. die Balken ausgeschaltet von den Wölfchen, aber die findet man eigentlich hier recht gut. Hier oben dürften jetzt auch noch welche sitzen, wenn sie nicht gerade eben getötet wurden, beziehungsweise hier immer schön an der Küste langreiten. Und man sieht, hier links war einer, hier warten normalerweise noch 2. Hier drüben kommen dann die nächsten Wölfchen. Ja, auf jeden Fall hier ein ganz guter Spot, einmal ein bisschen so an der Küste lang zu reiten und die Wölfchen abzufarmen. Das wäre der erste Spot. Und dann zeige ich euch mal den zweiten Spot für diese tägliche Bestreben. Und den zweiten Spot, den ich für euch rausgesucht habe, liegt im nördlichen L2er, ein bisschen südwestlich gelegen, der Wegschrein des Narbenendes. Und ich habe mal kurz die Lebensbalken von den feindlichen NPCs eingestellt, damit man es auch ganz gut sieht. Und zwar sind das die Sentchetiger, die man hier ganz gut sieht. Hier links sind 2, hier drüben ist einer. Hier kann man einfach gemütlich lang reiten. Ihr seht, hier links und rechts hat man so 5, 6, 7. Und wenn man hier nichts findet, reitet man ganz einfach mal die Brücke rüber. Und dann sind hier schon auf der linken Seite die Schreckensvögel, die auch dafür zählen. Und da könnt ihr einfach gemütlich entweder beim World Boss einmal vorbeischauen oder ihr reitet hier den Weg lang. Und hier dürften eigentlich auch noch so das ein oder andere Schreckensvögelchen auf euch warten. Beziehungsweise ja da oben in den Bergen und hier unten, da haben wir schon wieder 2. Also das sind so die 2 Spots, die ich für euch rausgesucht habe. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen, wenn ihr auf der Suche seid nach Bestien. Und ihr könnt gerne reinschreiben, wo ihr dann ganz gern die 10 Bestien fahrt, beziehungsweise was ihr noch so für Bestien herausgefunden habt. Ich glaube, Dünenhunde in Trübmoor, glaube ich, oder war Schattenfen, zählen, glaube ich, auch. Aber da habe ich immer nur vereinzelte gefunden, deswegen fand ich den Spot hier besonders gut, auch mit den Wölfchen in Strossmakai. Und dann würde ich sagen, wenn ihr es gemacht habt, lasst mir gerne ein Feedback da, Daumen nach oben, Kommentar und ein Abo würde ich euch hier schon freuen. Verpasst keine Folgen auf meinem Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen Abend, je nachdem, was ihr wieder schaut. Sag bis zum nächsten Mal.